So, hier in dem Teil haben wir jetzt ein bisschen wüstere lineare Gleichungen, die wir erstmal mit Hilfe unserer Regeln, die wir für Gleichungssysteme haben, einfach erstmal ausrechnen müssen. Wir also müssen jetzt bei Klammerrechnung immer einer mit dem ersten und einmal noch mit dem zweiten multiplizieren. Deswegen kommen wir auf x Quadrat plus x und dann haben wir minus y x minus y auf der einen Seite und x Quadrat plus 5x minus xy plus 2 auf der anderen Seite. Und das Ganze ist jetzt auch deshalb hier oben nur ein lineares Gleichungssystem, weil das hier sich gegenseitig mit minus x Quadrat reduzieren lässt. Und auch sehr wichtig, diese beiden sich reduzieren lassen, sonst wäre es nämlich kein lineares Gleichungssystem. Und dann, erst dann, wenn das geht und man alles schön in Normalform gebracht hat, also alles mit x auf eine, xy auf die eine Seite und die 2 dahinter, hier haben wir dann kein y, das sehen wir gleich, das fällt dann raus. Aber machen wir langsam, gucken wir uns hier jetzt erstmal die zweite Gleichung an. Wir haben hier x plus y, also x mal x sind x Quadrat, x mal minus 1 sind x, y mal x sind diese xy und y mal minus 1 ist minus y. Auf der Seite haben wir dann x mal x sind x Quadrat minus, nee, plus x minus xy plus y. Quatsch, minus y, aber hier haben wir minus xy aus dem und Schritt und da 2xy, deswegen bleiben uns hier nur xy. Die minus y haben wir hier und die plus 2, die sind hier hinten. Warum stehen da minus 2? Da müssen plus 2 stehen. Sonst wird das hier auch nichts mit der 2. Denn wenn ich jetzt hergehe, dann kürzen sich hier wieder die x Quadrat, schönerweise auch natürlich die xy, minus x plus x, auf die andere Seite sind minus, mit minus x haben wir minus 2x, minus y, wenn wir jetzt noch plus y rechnen, dann sind diese beiden auch wieder weg. Und jetzt sehen wir das, was hier geschehen ist oder was dahin gehört. Und können damit dann gleich weiterrechnen. Schön ist, dass y hier schon reduziert ist. Wir können also direkt hier durch minus 2 teilen, kommen auf x gleich minus 1. Das kann man hier oben einsetzen, deswegen kriegt man hier eine plus 4 und die auf die andere Seite gebracht sind minus 2, aber da wir minus y haben, ist minus 2, haben wir y ist gleich 2 und x ist nach wie vor minus 1. Der nächste Fall, da muss man erstmal sich Gedanken zu machen, was ist denn überhaupt zulässig? Zulässig ist all das, oder vielmehr nicht zulässig ist all das, was im Nenner irgendwie vorkommt und damit ausgeschlossen wird. Hier der Term schließt die minus 3 für y aus oder die 1 für y. Der Term hier unten schließt die 3 für x aus. Und der hier schließt die 2 für x aus. Nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt hier Bruchgleichungen, die wir uns zu Gemüte führen. Das heißt, wir multiplizieren jetzt mit dem Hauptnenner x plus 3 mal x minus 1. Dann bleibt hier auf der Seite noch xy minus 1, also x minus 5 mal y minus 1 und hier x minus 1 mal y plus 3. Unten analog y plus 7 mal x plus 2, y plus 12 mal x minus 3. So, jetzt gilt es, das Ganze wieder auszumultiplizieren. Ich habe gedacht, ich mache das etwas ausführlicher, als es vielleicht im Skript steht, damit Sie etwas besser mitkommen. Den ersten wieder mit den ersten beiden Summanden xy minus x. Und dann haben wir minus 5 plus 5y plus 5 ist gleich, und dann haben wir hier wieder xy minus y und dann haben wir 3x minus 3. Das wäre die obere Gleichung und unten steht xy
minus 2y plus 7x minus 14 ist gleich xy minus 3y plus 12x minus 36. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufräumen. Wir können zum Beispiel in beiden Gleichungen jeweils das x minus y raus subtrahieren. Das geht hier auch zum Glück, sonst hätten wir auch gar kein lineares Gleichungssystem mehr. Dann bringen wir es noch in Normalform. Das heißt, alles mit x oder y auf diese Seite, alles ohne auf die andere. Damit müssen wir auf jeden Fall mal plus y hier für diese Seite rechnen. Dann haben wir hier minus 5y plus y sind minus 4y. Und hier unten die y rüber, dann haben wir noch plus 3y. Und hier haben wir minus 2y plus 3y, das sind nur noch y. Und dann gucken wir nochmal, was mir für die x sich ergibt. Für die x, da müssen wir einmal hier die 3x rübernehmen, also minus 3x minus x minus 3x sind minus 4x. Und hier haben wir die 12x, die wir noch rübernehmen müssen mit minus 12x. 7x minus 12x sind minus 5x. Dann noch das, was hinterm Gleichheitszeichen steht. Also hier minus 5. Das sind dann minus 3 minus 5 sind minus 8. Und plus 14, damit die rüberkommen, dann haben wir minus 36 plus 14 sind minus 22. Zweckmäßigerweise teilt man hier oben mal durch 4. Dann haben wir hier minus x minus y ist gleich minus 2. Minus 5x plus y ist gleich minus 22. Hier habe ich deshalb nur durch 4 geteilt und nicht durch minus 4, weil ich jetzt hier sehr schön das Additionsverfahren anwenden kann. Und dann fällt es an der Stelle raus und dann hätten wir hier oben stehen minus 6x ist gleich minus 24. Und hier unten, die nehmen wir einfach mit. Minus 5x plus y ist gleich minus 22. Dann kommen wir hier unten auf x ist gleich 4. Und wenn ich jetzt hier die 4 einsetze, habe ich minus 20 auf die andere Seite gebracht, sind plus 20. Also ist y gleich minus 2. Was auch die Lösung auf dem Blatt ist.